Schönen guten Abend und willkommen zur wissenschaftlich-künstlerischen Veranstaltungsreihe Sprache macht Geschlecht – Manifeste gegen sprachliche Gewalt. Mein Name ist Paulina Schmidt-Schutti und ich darf Sie nun im Namen des interuniversitären Forschungsnetzwerks Elfriede Jelinek herzlich zu unserem ersten Veranstaltungsabend begrüßen. Diese insgesamt 4 Abend umfassende wissenschaftlich-künstlerische Veranstaltungsreihe findet gemeinsam mit dem Elfriede Jelinek Forschungszentrum und in Kooperation mit dem Kosmostheater und der Volksoper Wien statt. An dieser Stelle möchte ich auch unseren Kooperationspartnerinnen danken, allen voran dem Kosmostheater, das uns heute die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, sowie auch der künstlerischen Leiterin Veronika Steinböck. Ein kleiner Hinweis und eine große Empfehlung an dieser Stelle. Wir befinden uns heute im Bühnenbild von Lost, du weißt wieso. Das interuniversitäre Forschungsnetzwerk Elfriede Jelinek war schon öfter hier im Kosmostheater zu Gast. Beispielsweise im Jahr 2021 zur Feierlichkeit von Elfriede Jelineks 75. Geburtstag. Am heutigen Tag, über den ich Ihnen gleich noch einen Ausblick geben werde, docken wir auch thematisch am Haus an, wird es doch nicht zuletzt um Frauen in Literatur und im Theater gehen. Eine wichtige Rolle wird dabei auch Elfriede Jelineks Essay Frauenraum spielen, den sie im Jahr 2000 für die Eröffnung des Kosmostheaters, damals noch Kosmos Frauenraum, geschrieben und gelesen hat. Ich möchte einleitend kurz auf die 2 Forschungsprojekte hinweisen, die das interuniversitäre Forschungsnetzwerk Elfriede Jelinek derzeit durchführt. Zum einen Musiktheater, zum anderen Sprache und Gewalt. Ausgangspunkt ist wie immer bei unseren Veranstaltungen das Werk von Elfriede Jelinek. Wichtig ist uns dabei nicht nur innovative interdisziplinäre Formate zu finden, sondern auch immer die Verbindung von Wissenschaft und Kunst. Dieser Abend steht im Zusammenhang mit dem Forschungsschwerpunkt Sprache und Gewalt, der sich ausgängig von Elfriede Jelineks Texten mit Formen von Gewalt in, mit und durch Sprache in zunehmend antidemokratischen, autokratischen und totalitären Systemen beschäftigt. Diesem ersten Veranstaltungsabend ging bereits eine Arbeitsgruppenphase voraus. Im Zuge der Arbeitsgruppenphase haben wir uns vor allem mit folgenden Themen auseinandergesetzt. Mit der Offenlegung von sprachlichen Machtstrukturen, die soziale Ungleichheit festigen, mit dem Zusammenhang von Sprache und Demokratie bzw. mit sprachlichen Gewaltformen in Prozessen der Antidemokratisierung, Autokratisierung und des Totalitären, mit Dynamiken des Verschweigens, also mit sprachlichen Tabus, Zensur oder auch Selbstzensur, mit Verstärkungen und Weiterführungen von sprachlicher Gewalt im digitalen Raum und nicht zuletzt mit den Möglichkeiten der Künste, sprachlichen Gewaltformen subversiv zu begegnen. Nach dieser wissenschaftlich-künstlerischen Veranstaltungsreihe folgt dann im Ende November 2024 ein internationales Symposium in Japan, bei dem das Spannungsfeld von Sprache und Gewalt in Österreich, in Japan, aber auch im globalen Zusammenhang dargestellt wird. Ein weiterer Fokus liegt dabei auch auf genderspezifischen Fragestellungen und in der Frage, wie die Gewaltförmigkeit von Sprache in Jelineks Texten und in Arbeiten internationaler KünstlerInnen problematisiert wird. Daran anschließend, das nur als kurzer Vorausblick, wird im Frühjahr 2025 eine weitere Veranstaltung stattfinden, die sich noch einmal konkreter mit Formen, Weiterführung, Verstärkung von sprachlicher Gewalt in der Digitalität beschäftigt. Nun aber zu dieser Veranstaltung. Wir verfolgen mit der wissenschaftlich-künstlerischen Veranstaltungsreihe das Ziel, das ist auch der Anspruch des heutigen Abends, die Aufgaben und Möglichkeiten der Künste auszuloten, gesellschaftlichen Phänomenen wie etwa sprachlicher Gewalt zu begegnen und diese zu subvertieren. Dafür haben wir Kunstschaffende aus der Literatur, dem Musiktheater, der Performance und der bildenden Kunst mit WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengeführt, die gemeinsam Manifeste gegen sprachliche Gewalt entwickeln. Diese Manifeste, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe präsentiert werden, sollen Wege und Möglichkeiten aufzeigen, um subversiv gegen geschlechterbedingte sprachliche Gewalt vorzugehen. Bevor ich Ihnen das Programm des heutigen Abends kurz vorstelle,
möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass alle Beiträge aufgezeichnet werden und auch gerne nachträglich auf unserer Homepage abrufbar sind. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unseren beiden Forschungsprojekten sowie zu den folgenden Veranstaltungen. Es wird auch zu beiden Projekten eine Buchpublikation geben, die im Herbst 2025 erscheinen. Auch hier finden Sie alle Infos auf unserer Homepage. Was erwartet Sie nun in der wissenschaftlich-künstlerischen Veranstaltungsreihe? Wir werden uns in 4 Abenden mit dem zentralen Thema, den Aufgaben und Möglichkeiten der Künste als Gegenrede, beschäftigen. Unter dem Tagestitel Sprachliche Selbstermächtigung liegt der Fokus des heutigen Veranstaltungsabends auf der Schnittstelle zwischen Literatur und Theater. Bereits eine Woche später, das ist der 30.09., folgt der nächste Abend unter dem Titel Stimmen des Aufstands, dieses Mal zum Musik- und Operbereich in der Volksoper Wien. Am 21.10. findet der 3. Veranstaltungsabend unter dem Titel Bewegter Widerstand wiederum hier im Kosmos-Theater statt. Hier steht die Schnittstelle zwischen Tanz und Performance im Fokus. Und der letzte Veranstaltungsabend folgt dann am 20.11. unter dem Titel Visuelle Gegenrede, ebenfalls hier im Kosmos-Theater. Dort beschäftigen wir uns dann inhaltlich mit der Schnittstelle zwischen Performance und bildender Kunst. Nun zum heutigen Programm. Heute wird es losgehen mit einer Keynote von Brigitte Jirko. Sie wird über sprachliche Marginalisierung und Unterdrückung bei Elfriede Jelinek sprechen. Im Anschluss geht es dann weiter mit dem Zentrum der heutigen Veranstaltung, dem künstlerischen Manifest Saumanifesto in 94 Thesen von Lydia Haider und der wissenschaftlichen Einordnung Manifesto Sau in 94 Fragenoten von Jennifer Weiss. Abschließend folgt dann ein Gespräch zum Thema Empowerment mit durch Sprache mit Katharina Becklin, Caroline Exner, Lydia Haider und Jennifer Weiss. Die Moderation übernehme ich. Und damit darf ich zum ersten Programmpunkt überleiten und Ihnen einführend Brigitte Jirko vorstellen. Brigitte Jirko studierte Germanistik und Romanistik an der Indiana University sowie an der University of Wisconsin-Madison. Sie ist Professorin für Germanistik an der Universität Valencia und internationale Partnerin des Forschungsnetzwerks Elfriede Jelinek. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Repräsentation von Gender, Frauenliteratur der Gegenwart, postmodernes Drama. Ich darf Sie also gleich auf die Bühne bitten. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Ja. Sprachliche Marginalisierung und Unterdrückung bei Elfriede Jelinek. Das Thema des Vortrags hat es ins Programm geschafft. War aber nicht zur Sprecherin vorgedrungen. Man möge mir oder dem Programm verzeihen. Ich war ausgegangen von dem Thema Sprache und Gewalt, Gewalt und Sprache bei Elfriede Jelinek. Wenn ich ein Wort höre, muss ich sofort Alliterationen, Paraphrasen, Metathesen herstellen, Silben vertauschen. Es ist also ein sehr alter Wunsch, die Sprache selbst zu zwingen, die Wahrheit zu sagen und ihren Ideologiecharakter preiszugeben, schreibt Elfriede Jelinek 1995 in Sturm und Zwang, Schreiben als Geschlechterkampf. Judith Butler geht in Hass, spricht auf Englisch Excitable Speech, the Politics of the Performative, 1997 der Frage nach, doch was, wenn Sprache in sich selbst ihre eigene Möglichkeit der Gewalt und Zerschlagung der Welt birgt? Inwieweit kann Sprache selbst eine Form von Gewaltausübung sein und jede Änderung und Veränderung eine Form der Gewalt darstellen? Denn Sprache ist vorerst und allem voran Instrument der herrschenden Schichten. Hier setzt auch Jelinek an. Sie hat dies von Anfang an erkannt und polemisiert und schreibt durch die Sprache und mit der Sprache gegen die Marginalisierung der Frau und später auch anderer marginalisierten Gruppen. In ihrem ersten Schaffensjahren oder Jahrzehnten, sollte ich sagen, ging und geht es vor allem darum, der Frau eine Stimme zu geben, sich als Frau eine Stimme zu erarbeiten, ja zu erkämpfen,
sich selbst zu einem Sprechen durchzuringen und das Patriarchat zu zerschlagen. Denn nur als Subjekt kann Frau in ihrer Verletzbarkeit gehört werden. Die Sprache benennt und erzeugt Realität und bringt den Menschen als gesellschaftliches Wesen erst hervor. Wir sind auf sie angewiesen. Doch Sprache benennt nicht nur, sie verletzt, marginalisiert und ignoriert und verneint die Existenz der Machtlosen. Verletzende Sprache ist nicht nur metaphorisch, sondern buchstäblich gewaltsam, insofern sie uns die für jedes menschliche Wesen notwendige Anerkennung durch die Anrede entzieht und unseren Ort im sozialen Gefühle bedroht und zerstört. Doch Sprache ist nicht nur ein Reservoir von Gewalt. Sie stellt zugleich die Mittel bereit, diese Gewalt auch zu bannen. Und da setzt Jelinek an. Clara S. sagt in dem gleichnamigen Theaterstück: Ich bin ein schwarzes Loch. Sie zitiert hier Hélène Cixous, die mit Catherine Clement 1975 La Jeune Née publizierte. Die Frau war oder ist, ich würde sagen war, an den Ort ihrer reproduktiven Sexualität im Schattendasein verbannt, Öffnung und Öffentlichkeit. Zugleich, die Frau existiert nicht. Oder wie Jelinek es in Anlehnung an Otto Weiningers Geschlecht und Charakter aus dem Jahr 1903 sagt, dieses Nichts, das ist die Frau. Ironie mitzuhören. Welche Handlungsräume sich zwischen dem Nichts und dem Allen, dem Loch, ergeben, das spiele ich nun nicht hindurch. Aber hier zeigt sich eine der zentralen Strategien von Jelinek, das Zitat in neue Kontexte zu stellen und es zu verfremden und entfremden. Hiermit zeigt sie bewusst, wie das Zeichensystem Sprache Frauen durch und allen, die nicht erklärter Mainstream sind, Gewalt antut, indem sie durch sprachliche Angleichung ausgeschlossen oder zum Schweigen gebracht werden. Jelinek macht hier bewusst, wie wir in das Zeichensystem Sprache eingebunden sind, diese unser Weltbild und unsere gesellschaftlichen Normen prägt. Elfriede Jelinek droht sich nicht unter und auch in keine, ordnet sich nicht unter und auch in keine Strömung ein. Sie übt von Anfang an Kritik auf verschiedenen Ebenen. Zum einen als Frau, als politische Schriftstellerin, wettert sie gegen das Patriarchat, das der Frau bloß eine reproduktive Rolle zuordnet. Zitat, dieses kulturelle schwarze Loch namens Patriarchat, das die Leistungen der Frau auf Nimmerwiedersehen verschluckt, schreibt sie in ihrem Essay Die Komponistin. Aber auch zum anderen, als Feministin innerhalb des Feminismus, steht sie den feministischen und später queeren Diskursen kritisch gegenüber. Mit ihrer Sprachverballhornung fordert Jelinek die LeserInnen zur kognitiven Distanzierung auf und dem kritischen Überdenken des eigenen Denkens und der möglichen Grenzen jeglicher Wahrheit. Wie kann Frau sprechen, ohne erneut Gewalt zu üben? Kann Frau sprechen, ohne Gewalt auszuüben? Ohne sie oder sich in der Opferrolle festzuschreiben? Ich würde behaupten, in den 1970er und 80er Jahren hat sich Jelinek freigeschrieben und durchgeschrieben. Ist über Ingeborg Bachmann und wie so viele davor und danach hinausgegangen. Sie hat den Weg geebnet, ich glaube für heute, was wir eben dann danach hören werden, für Thesen, für mutige Thesen, notwendige Thesen. Wenn Jelinek über die verletzende Kraft von Sprache reflektiert, führt dies dazu, über die Rolle oder die Opferrolle der Frau hinaus, auch über historische Traumata und Verletzungen, sei es Rassismus, Nationalismus, nachzudenken. Es gilt, über die Sprachentgrenzung zur politischen und ethischen Dimension des Sprechens zu gelangen und darüber hinaus zu verändernden ästhetischen Formen des Alltags, auch als Erweiterung der Kommunikation. Hat Ingeborg Bachmann die Kontinuität des Faschismus im Privaten sowie im Öffentlichen aufgezeigt und die Beziehung zwischen Sprache, Körper dargestellt, so setzt Jelinek da an, wo Bachmann verstummte. Wie werden Formen der sprachlichen Gewalt sichtbar,
Wie sind sie aufzubrechen? Zitat: Man muss die Sprache foltern, damit sie die Wahrheit sagt. Dieser jelinek'sche Satz kann als Resümee dienen. Die Antworten liegen in den Sprachstilen, dem Zusammen- und Wechselspiel von Frau, Körper, Stimme und der Inszenierung von Sprache. Meine Arbeitsweise funktioniert, wenn es mir gelingt, die Sprache zum Sprechen zu bringen, durch Montage von Sätzen, die verschiedene Sprachen miteinander konfrontiert, aber auch durch die Veränderung von Worten oder Buchstaben, die im Idiom verhüllte Aussagen entlarvt, schreibt Jelinek 1984 in dem Essay »Ich schlage sozusagen mit der Axt drein«. Ihre Texte sind Sprachgewalt pur, werden immer gewaltvoller und gewaltiger, gewalttätiger, wenn wir wollen, und dies nicht nur auf ihr Volumen bezogen. Sind eine Herausforderung für jede Frau. Denn Jelinek geht nicht vom Ich aus, sondern von der Konstruktion des Subjekts, des Menschen durch gesellschaftliche Diskurse. Es spricht. Und dieses Es gilt es zu entziffern und neu zu definieren. Dahinter steht die Utopie, oder nenne es Frau auch Überzeugung, die Sprache führe zur Befreiung und nicht nur zu dieser. Sich der Sprache bewusst werden, ermögliche das Bewusstsein zu verändern. Daher treten in Jelineks Schaffen ab den späten 1990er Jahren Figuren immer mehr in den Hintergrund. Diskurs und Struktur dominieren, die letztlich in den Körper der agierenden Form annehmen. Ich verweise hier auf das Zitat aus Faust in und Out, das auf der Homepage des Projekts Sprache macht Gewalt des interuniversitären Forschungsnetzwerkes veröffentlicht ist. Jeder falsche Ton zerschneidet sie, jedes schiefe Wort geht durch sie hindurch, jede verachtungsvolle Bemerkung trifft sie ins Mark und sie kann das nicht mehr vergessen. Jeder falsche Ton zerschneidet sie, jedes schiefe Wort geht durch sie hindurch, jede verachtungsvolle Bemerkung trifft sie ins Mark und sie kann das nicht mehr vergessen. Aus dem Kontext gerissen und je nach Kontext, ist sie das weibliche Wesen oder die Sprache? Die Gewalt der Sprache ist physisch fühlbar, verlangt nach Auseinandersetzung, besonders wenn sie aus dem Dialekt kommt. Steffi Hofer weist in einem Gespräch über Sprache und Gewalt vom 10. April 2024 darauf hin, wie die Verben, die Vorgangswörter, eine enorme Aktivität, Bewegung in Jelineks Texten erzeugen. Hofer betont und erinnert, wie Jelinek mit ihrer Sprache konkrete Handlungen beschreibt. Aber ich würde sagen hier, was ganz wichtig ist, sie geht noch einen Schritt weiter. Sie verbindet, verknüpft, vernetzt verschiedene Handlungen und Handlungsebenen über literarische, historische, kulturelle Raumzeiten miteinander und definiert zugleich das kulturelle Gedächtnis, schreibt es aber neu. Das ganz Konkrete, besonders wenn es auf Alltagsereignisse hinweist, diese bildliche Konkretheit schockiert. Wenn wir uns ihrer bewusst werden, uns darauf einlassen, eröffnet sie metaphorische Räume, die in der diskursiven Vernetzung dann wieder ganz konkret werden. Das heißt, wir gehen vom konkreten Bild aus, wandern durch und über die Metaphern, um wieder zum konkreten Bild zurückzukehren. Der Wechsel zwischen konkretem Zitat, konkreter Handlung und Dekonstruktion und Rekonstruktion sowie Kommentar des Zitats erzeugt eben diesen eigenen Reflexionsraum, der einlädt, Verbindungen herzustellen, neue Kontexte zu erfassen. Es ist eine subtilere Form der sprachlichen Gewalt. Sprache erzeugt Bilder, wie Sprachenwissenschaftlerinnen Georg Lakoff folgend nachgewiesen haben. Über ein Wort wird ein ganzer Frame, Handlungsrahmen evoziert und geschaffen. Jelinek-Texte laden uns zum Reframing ein. Aischeles Schutzbefohle werden zu Schutzflehenden. Diese Änderung evoziert den moralischen Wandel, den ethischen Wandel, wenn wir wollen, und fordert auf, Perspektiven zu hinterfragen. Wer spricht und wer ist angesprochen? Queere, feministische, postkoloniale Theorie hat uns darauf hingewiesen, die Strukturen und Konventionen der Sprache bestimmen nicht nur, was sich sagen lässt, sondern auch,
was wer vom Raum des Sprechens ausgeschlossen bleibt. Auch das ist eine Form sprachlicher Gewalt. Jelinek erteilt den Schutzflehenden das Wort, gibt ihnen eine Stimme. Dem Wir der Marginalisierten wird dadurch diskursiv Subjektstatus verliehen. Ab den 2000er Jahren war immer wieder Wut, Sprechwut, der Antrieb für das Schreiben gegen Marginalisierung, Diskriminierung, Ungerechtigkeit, Nichtexistenz etc. Mit der Wut wurde die Gewalt der Sprache immer mächtiger und immer gewalttätiger. Das mit der Axt dreinschlagen, dreinhauen, würde ich sagen, stimmte nur zu sehr. Das Sprechen im Chor war unter anderem ein Indiz dafür, nicht das Gesagtes entscheidend, sondern die Intonation, der Klang, der Sog der Stimmen, die den Inhalt erst daraus entstehen lassen. In der offenen Vielstimmigkeit liegt das polemische und provokative Potenzial und die Herausforderung, Stellung zu nehmen. Vorgeführt wird, wie Sprache als selbstreflexives Medium agiert und performativ Figuren entstehen lässt. Es ist eine Einladung zur Wahrnehmung von Deutung und Umdeutung von Strukturen, ein kontinuierlicher Bewusstwerdensprozess. Jelinek ist Meisterin. In dem Netz der Diskurse sind mögliche Antwortenstrategien mit angeworben. Wittgensteins Worte, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, werden gerade in Jelineks Texten entgrenzt neu definiert. Sie nützt die Macht des Framings nochmals anders. Sie wendet sie kreativ an, hiermit weist sie auf eine Aufgabe ihrer Literatur hin, Bewusstsein schaffen und Denken anregen. Ihre Texte weisen auf neu zu fassende Zusammenhänge und Kausalitäten hin. Der Raum des Sprechens wird soziokulturell und zeitlich entgrenzt und die Perspektive der Marginalisierten tritt ins Zentrum. Wer spricht und wer ist angesprochen? Jelinek ist eine Statussurferin. Wir, ich, sie dominierte bis Ende der 90er Jahre das Spiel mit dem Ich und der Autorinnenfigur. So ist es seit der Jahrhundertwende die Verwendung verschiedener Wir. Jelinek löst mit ihrem Spiel die Abgrenzungen auf und bringt den Status, sei es literarisch, sozial, ins Wanken. Nicht zu vergessen, auch Status wird über Sprache und Intonation vermittelt. Intonation wiederum erzeugt Kontext. Dieser komplexe Prozess schafft neue Bilder und offenbart aber auch neue Abgründe. Zitate: Wie im antiken Theater stelle ich meine Figuren auf Coturne, aber Figuren sind es ja gar nicht. Mein Sprechen ist es selbst, das spricht und sich Figuren daraus erst erschafft, schreibt Jelinek in Fischzug im Trüben 2020. Es erschafft sich Figuren, die aus der Marginalisierung treten. Ging es in Jelineks früheren Texten noch darum, mit der Axt dreinzuschlagen und damit aufzuwecken, geht es in den letzten Jahren vermehrt darum, der Verrohung der politischen sowie medialen Rhetorik entgegenzusteuern. Oftmals hilflos, machtlos stehen wir der Wirkung rechtsideologischer Sprache gegenüber, die nur affirmiert und so absolute Wahrheiten schafft, aber nicht reflektiert. War es, wie schon gesagt, Wut, die über zwei Jahrzehnte lang Jelinek Sprechen bestimmt hat, so würde ich behaupten, tritt in den letzten Texten ein neuer Ton auf. Polarisiertes Sprechen wird nicht gebrochen, sondern unterwandert. Eine neue Ästhetik oder Poetik scheint sich ihren Weg zu bahnen, in der die poetisch-musikalischen Sprachspiele, wie wir sie schon in dem Werk Winterreise oder Er und nicht er kennen, die Realität nicht auf resignierte, sondern auf beschwichtigende, eindringliche, aber auch ironische Seite und Weise beschreiben. In einem ihrer letzten Texte, der auf der Homepage veröffentlicht ist, Nachspiel, nach dem Königsweg ist vor dem Königsweg, setzt Jelinek Donald Trumps Hate Speech einen lyrische, man möchte schon sagen, fast resignierte Sprache oder ich würde sagen subtil ironische Sprache entgegen. Eine sanfte der Gewalt der Sprache tritt der Gewalt des Terrors und der Verrohung entgegen, stellt dem Alltag eine neue Ästhetik und letztlich Ethik entgegen.
In ihrer Verletzbarkeit, indem sie ihre Verletzlichkeit offenbart, zeigt Elfriede Jelinek eine neue Kraft und eröffnet damit Raum für ethisches und politisches Handeln, auch außerhalb des Theaters. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Brigitte Jirko für diesen wichtigen Input. Ich darf nun zum nächsten Programmpunkt überleiten. Nun folgt das wissenschaftlich-künstlerische Manifest von Lydia Haider und Jennifer Weiss, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte. Lydia Haider ist Schriftstellerin und Chefpredigerin der Musikkapelle Gebenedeit. Sie studierte Germanistik und Philosophie, organisiert mit KollegInnen die Lesereihe Blumenmontag sowie das Kunstfestival Perspektiven Attersee. Sie ist Hausautorin am Volkstheater Wien und hat mit dem Toten Salon ein festes Format an der Berliner Volksbühne. Zuletzt erschien von ihr zusammen mit Judith Götz und Marina Weidgasser im Heimon Verlag Du Herbert. Jennifer Gisella Weiss absolvierte ein Masterstudium der vergleichenden Literaturwissenschaft und ein Bachelorstudium der Romanistik in der Spielzeit 2017-18 bis 2019-20 war sie Dramaturgin am Schauspielhaus Graz, danach bis 2023 am Volkstheater Wien. Seither ist sie als freie Dramaturgin tätig. Unter anderem inszenierte sie mit dem Institut für Medien, Politik und Theater Nestbeschmutzung am Kosmostheater. Sprache kann immer Gewalt ausüben und bestehende Machtstrukturen festigen. Das bewusste Ausstellen dieser sprachlichen Gewalt in der Literatur und im Theater macht deren Mechanismen sichtbar und fordert zu einer kritischen Auseinandersetzung auf. Lydia Haider und Jennifer Weiss greifen auf diese Technik zurück, um uns nicht nur für sprachliche Gewalt zu sensibilisieren, sondern auch zu zeigen, dass diese Gewalt erkannt und durchbrochen werden muss. Ich darf die beiden nun auf die Bühne bitten. Sau-Manifesto in 94 Thesen und Manifesto Sau in 94 Fußnoten. Die größte Sauerei auf Erden ist es, verdammt verfickte Maria Mutter Gottes, dass ich euch ein Manifest zu Sprache und Gewalt mach. Will ich sagen, dass die erste Sauerei auf Welt ein Manifest zu Sprache und Gewalt zu schreiben ist? Vielleicht, weil ja schon einer der erst manifestiertesten Gewalttaten an der Sprache die verfickte Maria Mutter Gottes an sich ist, der eine Sprache angebärdet wurde, die sie nie zu gebären willig ward. Ihr Sauen, ganz verschissene Drecksauen, was habt denn ich mit diesem Scheißdreck zu tun, mit eurem Gewaltscheißdreck und eurem Sprachscheißdreck? Wer sind die Sauen im Scheißdreck? Egal ob Gewalt oder Sprache, denn Sprache ist auch Gewalt und Gewalt ist Gewalt. Also wie kann eine Sprachdenkerin ohne Scheißdreck sein, wenn dieser doch Sprache ist? Ihr Sauen bestellt ein Arschloch-Manifest bei mir und ich soll euch ein solches hinschreiben in Größe und Gewicht samt Anleitung zu Befreiung und Heil zu, das selbst weiter so deppert und voll behindert und durchgepudert von ganz Hurensmist in der Schwemme zu suhlen, da in und mit und durch euch selbst. Und ich soll hinuntersteigen in den Suhl rein, in die Silo dieses Jahrtausende
altes Silo von Blut und Scheiße voll von Schlachtabfällen aus Jahrtausenden der Schlachtereisinnereien und dem ganzen elenden Metzgersmist in Blut und Eingeweiden und dem ausgelassenen Menschheitsfett, diesem Feistheitsreich da unten im Dunkeln herumwarten und euch die Sprach vor dem kompletten Verfetten erretten. Welches Gewicht hat ein Manifest? Versuch mal, einen Geist fett zu schämen. Feistheit sagt mir nichts, nur Freiheit. In welchem Reich ist irgendwer frei, wenn nicht fett? Und ich noch viel durchgepuderteres und saudepperteres und noch viel vollbehinderteres Schreibweib. Ich über alle Maßen zugeschissene Food, tu damit und mach es. Dem Schreibweib ist nichts Besseres eingefallen. Sie ist auch nur ein Mensch. Zitat Schreibweib. Ja, Kreuz, Kruzi, Türken und Bums, die Nazi, das schau ich mir an. Ein solches Sau-Manifesto könnt ihr gern haben. Da sag ich gleich jetzt schon Sieg heil. Sie hat ein halbes Jahr nachgedacht und ihr ist nichts Besseres eingefallen. Es bleibt anzueignen, was anzueignen übrig. Wiederholen Sie, ja, wiederholen Sie. Manifesto, Sieg heil. Manifesto, Sieg heil. Manifesto, Sieg heilo. Sieg heilo, Manifesto, Sieg heilo. Ciabello, ciabello, ciabello. Nur ein Schwachvolk braucht es, ein Eigenmanifest, sich und sein Sprach und Gewalt zu verstehen. Welches ein Eigenmanifest könnte die Gewalt, die sich durch die Geschichte in Sprache manifestiert hat, je beschreiben, dass diese auch verstanden werden kann? Oder wie kann sie eigentlich nicht verstanden werden? Was machen Manifeste? Was machen Sachen? Und ihr witzlosen Sauen beauftragt die größte und witzloseste aller Witzesauen, mich, SS, die Supersau, dauerfette SS, hin im Hirn, hoch 100, da euch zu manifestieren, rein, in und raus, aus einem handfesten Manifest zu Drecksmist und Hurerei. Und wer stellt jetzt endlich die Frage nach des Drecksmist verursachendes Arschlöchelein, Hegeleck, wer war die Saufich, die Saufilch solches verursachend? Schreibt eine witzlose aller Witzesauen, SS ist gleich Supersau, Sau, Fett, ein Manifest. Und fragt, wo ist das Saufich, das unser aller Drecksmist verursacht? Ja, eine Food war es nicht. Also war es vielleicht ein Schwein? Aus dem Schöpfermistkistel kommt der Beidel. Da soll mir nochmal ein Beidel sagen, dass Beidelgulasch kein Wort für Scharade ist. Ihr Sauen beauftragt mich, Frau, euch zu manifestieren mit einem handfesten Manifest zu Drecke und der ganzen übergroßen Schändung in Missvergeburtung, wie sie getan über so viele Jahrtausende von und durch und mit Mensch und Sprach in der Volk so viel Schau-Wau-Wau-Shit verursacht, dass die Erd von diesem über und über für nur mehr als solch verflucht altem Schwanz zugewichstes Wichs in seiner absoluten Form besteht und all Häuser und Städten und all Städte wie Erd nur mehr auf solchem Schwänzes Wichs gebaut und auch beständig in iterativ-durativer Dauerschleife und doch so und viel zu langsam in diesem Perlmisthaufen reinsinkt und versinkt gemächlich und echt. Und die wahre Sauerei ist, dass ihr eine Saufrau beauftragt, euch diesen Dreck und Mist beiseite zu räumen und aufzuarbeiten und dies alles wegzuschieben, um etwas zu lösen und zu atmen und zu erkennen, wie zu verstehen, ad hören. Nun, Wissen ist weit verdungen, ich mich nun hineinarbeiten muss, die Sprachwaren. Und die Ungerechtigkeit bleibt in der Welt bestehen, weil geschändete Saufrauen den von Beideln verursachten Misthaufen wegräumen müssen. Weil, was bleibt anderes übrig, damit die Menschen oder auch Sauen nicht in einem riesigen Misthaufen untergehen und im Dreck verrecken. Und die Ungleichheit bleibt in der Welt bestehen, weil immer neue Beideln kommen und drauf scheißen, dass die Saufrauen ihren Mist beseitigt haben, denn sie können ja gleich den nächsten Misthaufen hinterherlegen. Es gilt, die Sprache von Beideln geschändet zu wahren, weil
die Waffe der Sprache in die Hände der Saufrauen gehört. Sau schlachten sofort, abschlachten zu durchschlachten und leichtfüßig hinschlachten. Die ganze Sau ist Menge an dümmlichst Mastsauen, wie sie geschlachtet gehören, stante Pede, ohn Ablass. All das auslassen und ausbluten und dann eure Köpfe aufhängen und sie vor dem Sauschädeldiebe nicht bewahren und euch nicht sichern, denn eure Schädel soll man ruhig entwenden, da stehlen und vortragen würdelos in der nächsten den Gulli oder auf den nächsten Misthaufen werfen drauf euer Haupt, wie es zu nichts anderem zu gebrauchen ist, denn zu einem geil kurzen Lauf in der Hand eines Vollidioten vom Land, lachend einem Schlechter entwendet, also den Schädel gestohlen und sich schon die Hände reibend, damit er was zu saufen hat hernach in der Tradition, wie es sie tatsächlich gibt, ihr Trottel, denn der Sauschädeldieb muss vom Schlechter versorgt werden, ganz und gar eine Nacht lang. Und der Mensch braucht zu essen und zu trinken, bitte sehr. Die Tradition des Sauschädelstehlens kennt man eher in OÖ. Der Brauch geschieht oder geschah meist zur Faschingszeit, weil es da am lustigsten hergeht, bei einer Hausschlachtung. Der abgetrennte Kopf wird vom Schlachter vor das Haus gestellt und dann von unkenntlichen Dorfbewohnern unbemerkt gefladert. Sobald der Schlachter sieht, dass da sein Sauschädel nicht mehr ist, begibt sich das ganze Dorf auf die Suche, bis es fündig wird. Dann werden beim Dorfwirt eigentlich alle schuldig gesprochen, was ja in Österreich nie passiert, aber nur um in den Pott zu blechen, der danach alle abfüllen soll. Der Sauschädel wird dann auch verspeist. Schöner Rausch, schöne Geschichte, Traditionen sind halt schön. Ich kenne ja nur das Burgenland und da gibt es den Sautanz, der ist nicht so wild, nur mit viel Musi, während die Sau zu allem Möglichen verarbeitet wird. Den hat der Opa schon getanzt. Jetzt tanzen ihn halt die Haubenköche und sprechen aber weiter noch alte ungarisch-burgenländische Sprüche. Das Schwein, das ihr schlachtet, soll so groß wie der Dorfstier sein. Die Wurst so lang wie die Dorfstraße, dick sei der Speck wie im Haus der große Balken und Schmalz sollt ihr haben, so viel wie Wasser im Brunnen. Abschlachten, was von Sauschlachten noch irgendwie lebendig herumkriecht, auf der Erd kriecht, wie es ein Erd verlangt, das bedingt zu kriechen, ist für überlebend, was keine Berechtigung mehr hat, denn es muss tot sein, tot muss es sein, also muss auch der letzte Rest abgeschlachtet, ergo der Läufer mit dem Sauschädel in der Hand, völlig und ganz der Sau gleichgemacht und der Saue gleich hingemacht und aufgemacht und auslaufen gelassen und ein Blut nicht aufgefangen in Kübeln wie Behältnissen, nein, dass nichts mehr behalten ist von der Sau, da muss der gleich direkt durch die Erd in das tiefe Großsilo hineinsickern als massives Fass unendlich und weit unten drunter und im Scheißdreck drin sein ganz flüssig Inneres auslassen und einlassen in die Wesensgeschichte von der Menschheit und allein die Festbestandteile, diese wenigen Festkörperteile werden rasch aufgehangen als Hängung für uns zu schauen, ob auch wirklich alles hin ist, während ein weiches, und das ist 96% von so einer Sauperson, wie diesem Sauschädeldieb geht all das Flüssige und tut sich in die Erd ein und ist in Wirklichkeit nicht mehr da von so einer Sau. Weil eben die Wesensgeschichte von der Menschheit eine Sauerei ist. Eine nicht enden wollende Saujagd sondergleichen. Die Jagd von Mensch auf Mensch gleich der Jagd von Mensch auf Tier. Hauptsache irgendwas fressen. Erst kommt die Hetz, dann die Jagd, dann die Gaudi. Weil einem Sauschädel nichts Besseres einfällt, als den anderen Sauschädeln hinterher zu jagen und sich den Kopf an die Wand zu nageln. Wenn ich an Sauschlachten denke, denke ich ans Jagen, denke ich ans Burgenland, denke ich an Rechnitz, denke ich an Rechnitz der Würgerengel, denke ich an Jelinek. Zitat. Es gibt ja beim Schießen eine Rangfolge. Der Ranghöchste schießt zuerst auf das höchstrangige Wild. Und das ist der Mensch nicht, das ist der Zwölfender. Der Mensch kann ja nur einmal enden. Und wenn der Erstbeste erledigt ist, dann dürfen auch die anderen die Nächstbesten erlegen. Es ist genug da für alle.
durchschlachten. Das Feste ist Muskeln und Sehnen und das als dritten Schritt in der Mitte zerschneiden und auseinanderschneiden und zerlegen. Das Fleisch, von dem der wissen will, dass tatsächlich nichts mehr lebt. Was meint, dass diese laufende Sau, diebe Sau von Sauen, sein körperlicher Rest nun von euch Sauen aufzufressen ist und sei und als dritten Schritt von der Sau zum Sauschädel, die bis hin zum Saubraten, also alles kann mich, das nur so wetzen wie das Messer, das all dies verbrochen und getan und genommen und am End euch Sauen, die Sau hergerichtet zum lieben Verzehr und einverleiben die Sau von der Sau und ihr tut das auch und fresst die Sauen, und dass ihr Sauen das fresst, ist euer Sautum, und legt die Köpfe nieder, und es ist, wie ich es wusste. Ist dies ein Sau-Manifesto über Schlachten? Weil nichts ist so alt und zach wie die Geschichte von Schlachten. Die Schlacht, das Wort des 9. Jahrhunderts aus dem althochdeutschen Slater, besser noch aus dem altsächsischen Manslater, soll heißen Tötung, Manslaughter, Totschlag. Wobei der nicht intendiert ist, wohingegen ja das Abschlachten der Sauen ein regelrechter Genuss für die feierliche Schlachtgesellschaft ist. Kommt Mannschaft von Mannschlacht? Das Wort Schlacht hat keine 1000 Aura. Nein, es ist kein Jugendwort nie gewesen, noch wird es das je sein, Alter. War es doch immer schon ein altes Mannswort, Beidelsprach quasi, die sich durchsetzt am Mittelfeld der Sprachschlachterei. Dass Männer in die Schlacht ziehen, sich gegenseitig schlagen und schlachten, kennen wir ja. Dass diese Männer Frauen besonders gern abschlachten im Sautum Österreich und Menschheit, kennen wir auch. Alles Schlachten, was Beine hat, ist die Devise, bis sie sich von selbst auslöschen. Aber davor nehmen sie noch alles mit, was eh schon fast nicht mehr stehen kann und am Boden herumkräut. Schlachten es, damit es auch einverleibt werden kann in den Saumagen. Vielleicht ist dieses die einzige Form, die einer Saufrau, einem Trottelschreibweib, bleibt. Nämlich feierlich Manifeste zurückzuschlachten. Es geht ja auch nicht anders, wenn schon im Wort Manifest das Wort Mann und Fest steckt. Da muss das Mann halt ausgeschlachtet werden, bis der Kopf fest aus dem Fest rausgetreten wird. Nur eine Sau erkennt so viele Sauschritte. Der dritte Schritt in der Mitte meint den Schnitt oder einen Tritt in den Schritt. Wie saugeil ist das bitte? Das kann nur eine geile Sau sagen. Habe ich ein Haus aus Schwänzen und weiß ich leicht, dass wer ist von denen da? Haust ein Schwanz da und haut sich ab, weil nur im Haus der aufgehenden Schwänze passieren Sautänze. All hören und schauen und überhaupt bist zugeschwanzt. Von wer segnet mir noch das Kapitel über der Futen? Ganz und gar ist es sehr schwanz und nicht einmal mehr weiß. Denn darauf kann ich mich nicht berufen, denn ich bin weiß. Und was weiß ich denn mit mir in dieser Gefälligkeit und Untergründigkeit von weißer Mensch, damit der Schrieb nicht aufhörte? Tausender leider im Denken die Schwänze, weil wir, wie die Schreibsau es schreibt, ein Beideltunger sind, die auch noch weiß sind, das Denken und das Beideltum. Ja, wir sind es auch, weiß gewaschen in unserem elitären Denken. Wie viel müssten wir uns ausbeideln, um das endlich zu kapieren? Die Geschichte der weißen Scheißheiten ist ja längst geschrieben und kann nicht so einfach krepieren. Die Trachten aus den Traditionen zu schlachten ist halt schwieriger, als eine hilflose Sau aufzuhängen. So kann ich nicht arbeiten noch denken. Im Saustall ist's schwer schreiben. Die Sprache sperrt sich und gibt nicht her, was kann und was woll, verschissen, verdammte Maria, Mutter Gottes, nicht. Ab in den Sprachsperrmüll damit. Müll, Müll, Sprachmüli. Vergesst bitte die Maria, Mutter Gottes, die verdammt ist bis in alle Ewigkeit.
Ich bin ja selbst so eine Drecksau. Über die Jahre und Jahrzehnte meines Seins gewachsen und geworden, beschissen und bebrunst und verhurt und kann ja gar nicht ohne Dreck und Mist auskommen und bin in mir selbst voll Scheiße und altem Blut da, voll von Schwanzesgebaren und Hurerei und weißem Überlegen drecklang und längst und sinke mit einem Bein und manchmal auch mit zweien bei jedem Schritt, den ich tue und sinke und wach. Mit Mühe wie Not so drohend zu zerfließen in meiner hehren Absicht, nicht dem Beiltum und dem ganzen Vollbeiltum Österreich anheimzufallen und zu tun, wie das Arschlochwesen Beiltum Österreich Mensch tut. Sitzt eine Drecksau, SS ist gleich Schreibsau, in weißem Überlegenheitsdreck und versucht mit aller Mühe der eigenen Opferung und Schlachtung für das Beiltum Österreich zu entsagen. Und schreie bei jedem Schritt und halte den Arm ausgestreckt gen Himmel, so sieg mich doch heil, ich will nicht und Mese will ich auch nicht tun, unabhängig davon, dass ich ihn schätze, bin ich nicht so das und muss solch tun, da ich im KZ Mauthausen geboren wurde, in der Gaskammer und er nicht. Kann die Schreibsau nicht rumstapfen wie Jonathan Mese und Hitlergrüße in die Luft feuern, radikale Kunst und so. Männerkunst halt radikal, obwohl sie es gefühlt tun müsste, da in Mauthausen geboren. Ich schaffe ein SS-Manifest und ich muss dafür nicht der Jahre 10 in Häfen sein. Noch nicht, der Kunstfreiheit sei Dank. Denn mir ist gelernt und als Fut wurde ich gelehrt, aufgeben tut man einen Brief. Aber sie schreibt ein Manifesto, YOLO, LOL. Als Fotze weiß ich, haben tue ich eine Fotze. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sie Schneider heißt. Denn als Fut weiß ich, Ehre gut, Fut nicht Ehre, Fut nur gut, wenn Lehre. Eine gebärende Fut, die nicht widerspricht, ist eine Heilige. Eins noch drauf zu mir und durch mich und in mir gleich von Wichsersauen her. Die Ansage ist, als Blondsau weiß ich überhaupt noch einiges weniger top, die Wette gilt. Wetten, dass die Blondsau in sich heller als alle Wichsauen zusammen und diese Ansage ein Fick vergisst. Nun denn, zumindest ein Sprach, schon wieder ein Schwanzzitat. Jandelt sie Sprach. Erneut ein ausgestreckter Arm gen Himmel und der Blick in die vorgestellte Weite von hinten ficken auch. Der Arm hoch wie einen Pimmel in den Himmel. Leicht abwehrende Geste mit eleganter Schreibeshand. Einfach nein. Mein Gott, ich könnte ruhig und zufrieden in meinem geliebten Schmauswaberl sitzen und einen gemütlichen Roman schreiben und mich daneben ansaufen und zusehen, wie hinter mir oder vor mir die Goschen zerhaut werden, dazu hörigst ab und zu. Selbst mitdreschen bei der einen oder anderen Schlägerei oder die eine oder andere Droge in mich hineinnehmen und Musik hören, während ich einen Lyrikband von Seel und Hirn tue, dazu eine Religion gründen, wo daneben mir wer die Füße unter dem Tisch massiert. Ja, saufen können die jungen Künstlerinnen wie Sauen, auch wenn ihre Mägen gar empfindlich sind. Die haben trainiert im Sauftum. Bei mir ist im Saufen leider die Sau drin, weil ich eine Speibsau bin. Ich habe mehr gespieben als geschrieben. Aber wenn ich mir die ganze Sauerei von Welt anschaue, was bleibt da noch übrig, als der ausgestreckten Schlachthand einen Strahl entgegenzukotzen? Manchmal denke ich, lieber raus mit dem Saugift, an dem haben sich schon einige verschluckt. Und solange die Schreibsau neben mir sitzt und weiter ihre saudepperten Texte schreibt, die ich dann aufsaug und saudeppertes drauf frage oder antworte, weiß ich, werde ich schon nicht an meiner eigenen Speibe ersticken. Prost! Aber vermutlich singen wir da nie zusammen, denn du bist eine Sau und schäst alles nur voll. Und ich bin eine Sau und scheiß alles nur voll. Warum dann nicht gemeinsam scheißen gehen? Eine einzige Show von der Geschichte gibt's genug. Da checken wir jetzt das
Hirnament ab nach Sternstunden in der Weite von Wissen und Macht, Arsch von dem junger Padawan. Sprach ein Jedi, ist gleich Lehrer zu seinem Padawan-Schüler. Geh und finde die Sternstunde der Geschichte, denn Wissen ist Macht, du kleines Scheißerle. Mitten in der Geschichte stehen wir und beauftragen ein Trottelweib. Braucht die Geschichte eine strenge Tür? Mitten in der Geschichte und traust. Steht da ein Türsteher in der Mitte der Tür und lässt die Geschichte nicht rein? Traust vor der Tür, suchen wir die Tür. Sucht eine Tür die Tür? Traust vor der Tür, sucht ihr mich. Ich will endlich, dass diese Tür ein Ende nimmt oder wenigstens aufgeht. Draußen vor der Tür weiß ich die Referenz und sagt mir das ins Gesicht. Diese Scheißdrecksreferenz, das kann man nie mehr wegbekommen. Denn Sprach ist meine Sau, damit sie mich erinnert an die ganze Geschichte. Was zur Hölle wird das für eine Referenzsauerei hier? Von selbst zu Fremdreferenziellen, von einer zur nächsten Sprachsau. Diese Sau liebt Sprache, folglich ist sie eine referenzielle Sau. Ich suche überhaupt nichts. Ihr Suchvögel sucht. Ich liege nur wartend hinter dem nächsten Busch mit der Puffen im Gras und warte, bis ihr auffliegt. Süchtig nach Suchen. Entschuldigung. Süchtig nach Suchen ist gleich nicht aufhören können zu schreiben. Süchtig nach Senden ist gleich motherfucking mansplaining. Die Vögel sollten besser weiterziehen und lieber woanders suchen, denn hier gibt's nichts zu finden, außer die Sucht. Ich rauche jetzt und stelle mich ein, nur wegen Wichsern wie euch rauche ich. Rauchen wie ein Abgaskanal, um die ganze Wichserei zu kanalisieren. Ich trinke jetzt 10 Wodka und stelle mich ein. Nur wegen Schweinsgrüppeln wie euch trinke ich. Sich achtarmig einen in die Sakristei orgeln, um sich die Schweinerei aus dem Hirn zu metzeln. Ich knall mir jetzt was rein und stelle mich ein. Nur wegen euch allein. Sich zuballern mit Scheiße wegen der Scheiße. Wer will, wer mag, die Strafaufgabe. Und wenn sie dann kommt, dann renne ich davon. Wir müssen durch einen Spalt kriechen, hinknien, schmal machen und durch. Fix nicht, ich kriech nirgendwo rein. Vorher verkrieche ich mich und bin raus aus allem. Die Fetten müssen leider vorher abnehmen. Und dann wird diese Gruppe in einem Jahr genau hier abgeholt und von mir irgendwo durchgelotst. Und es ist komplett egal, wohin. Da mache ich nicht mit, sondern bin lieber fett, dauerfett und werde immer fetter. Nicht jetzt schon sich anscheißen. Ich meine, zieh dir diesen Scheiß mal rein. Kurz warten damit und den Stuhl halten für die nächste Etappe. Ich sitze auf einem Sessel, kein Stuhl bahnt sich meiner Wege. Schlitten fahren und in den Schlitten reinscheißen. Machen wir das flüssig, fest, weich, alles dabei. Keine Angst, es ist wärmer am Arsch. Bobski fahren? Wem da graust? Und wo sich der Anus sperrt und nichts rauslässt aus Bedenkung und Körperverweigerung, bleibt jetzt hier und ich hol diese Gruppe im nächsten Jahrtausend an dieser Stelle ab und hau jedem Einzelnen eine in die Pappe rein und segne den geschlossenen Anus mit einem Hauch von Gold. Ob der Anus da dry bleibt, bis dieses Jahrhundert ansteht, Jahrtausend. Ja, logisch, will niemand sowas sehen, noch hören, noch die Gacke drauf haben und sich noch riechen diesen Stuhl von der ganz harten Art, noch drin sein in dem Dreck von uns und der ganzen, nennen sie doch, wie sie ist, eine Hochfahrt an Darminneren, eine Armee an jedem Tag über Jahre sich von Scheiße ernährenden und also auch nur solches gefressene Scheiße im Perpetuum mobile von Sprach. Wenn wir uns mal vor Augen und Ohren führen, wie viel Gewalt da tagtäglich seit Beginn der Geschichte durch unseren Sprachkanal fließt,
Ja, scheiße. Eine Flut an Spritzgacki, grauslichsten. Was soll Foot da noch sagen? Besser wird es definitiv nicht. Da sehen wir die Hosen voller und voller und ich kann nicht sagen, von was die angeschissen sind. Ja, die Sprache selbst hat die Hosen voll. Vollgeschwissen mit gewaltiger Ladung Gewalt. Was für eine Sprachgewalt. Es muss von Körper sein, denn die Sprach macht das nicht und tut nicht so blöd herum in so Arschloch-Trachtenhosen und Witzfiguren-Dirndl. Scheißt die schon gar nicht was an, die schaut wen nicht einmal an mit dem Arsch von hinten. Aber die Sprach selber zieht kein Dirndl an und keine Lederhose. Sie hat den Arsch nicht offen. Das ist eine andere Abteilung und nicht meine. Oktoberfest, Wahlkampf. Hier wird geschissen von der Geschichte ist natürlich und ganz freilich meine Abteilung. Aber eine Spaltung taugt mir schon, gerade jetzt, wo es schon so beschissen undurchsichtig wird und niemand überhaupt, keine Sau mehr weiß, denn du überhaupt noch was oder hast du jemals was gewusst? Wird alles brauner, spalten sich die Lager. Die Geschichte, Abteilung Sprache, wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Sau bedeutet S-A-U, Sine, Otto und Fleisch. Sine ist ohne, also ohne Auto und Fleisch. Das heißt, keine Sau gleich Scheiß auf die Umwelt. Sau bedeutet, wer ein Auto fährt, oder ein Fleisch ist in diesen Zeiten des Untergangs. Für solch eine Sau sperre ich das KZ wieder auf, denn ich habe per Geburt den Schlüssel. Mehr Gewalt geht nicht. Das Ganze ist zu wenig. Die Lautstärke ist zu niedrig. Und ich hasse die Funktion ohne die Funktion, dass es wie bei Handke ist. Und dass mein Elfenbeinturm, für mich funktioniert der nicht. Das hat mir die Claudia Bostert schon gesagt als Regieschwein und Sau von den hehren Sauen aus der Schweiz. Sehr genau und wusste es, wenn einst ein Prolet geht und sich weiß und der ganze Proletengeschichte Mist ist und den ganz und gar ernst nimmt und dann steht der oben bei Handke. Und da stehe ich jetzt und frage mich, wo denn mein Sprach geblieben und frage mich, wo denn mein Anliegen geblieben und frage mich die schwerste Frage des ganzen Lebens, wie ich es schaffte, die Gewalt nicht mit in diesen Turm zu nehmen, denn ich habe Handke hier nicht verprügelt. Denn ich habe mit Handke hier oben ein nettes Bläuschen gehalten. So ist das halt, wenn Proletenkinder wie wir studieren und in die Kunst und Kultur einsteigen, die glaubt aufgestiegen zu sein. Dann kann das schnell passieren, dass das Regal voll mit wichtigen Haverern ist. Die denkende Elite, die auch mal falsch abbiegen kann. Wie hast du die Gewalt draußen gelassen? Selbst wenn ich ein Anliegen habe, verliere ich mein Sprach ständig und glaube sie beim Nachbarn wieder auf. Und lieber rufe ich die Bossart an, als nochmal Handke in die Hand zu nehmen. Und die Geschichte beginnt erneut und geiler. Yay! Neue Geschichte, aber geiler. Für das Wesen Volk. Vom Mensch zum Volk. Und das Volk lacht. Denn es ist rasch bei einem Gespräch zwischen Handke und mir und wir schauen in ein Glas, wo steht, hier wird nicht erzählt, hier ist Heil. Und ich schaue runter auf meine Hand, die ist voll Blut, obwohl die Blutung mir fern sah. Und ich bin sie nicht drin in der Ernstness, was zuvor und wo kommt das Wort her von bin und binesse. Und dass wir eine Großschreibung haben, tut nicht nur dir weh, mein Meister Handke. Dass ich sagen muss, dass ich unsere Geschichte erzähle einst und es ist jetzt, wie weit muss ich da ausholen. Und interessiert es ein oder zwei Brunzer? Dass ich das abkürzen muss für performende Art, ja freilich. Und wo fange ich an mit der Geschichte von Haha, der gustiösen Heider-Handke-Geschichte, wie jed Arschloch sie will. Nun, das schaue ich mir an, wie ich meine erste wahre und echte Bekanntschaft mit meinem Feind
von dem ich lernte an der Universität, von ihm, Kasperger, dass Handke mehr als Stifter sei. Und ich widersprach in einer Fortschreibung und meiner Herforschung eingelöst und nur lesend und nur wissend, wir beide Sauen es taten und tun, dass das ein Witzen sei, das, was der gemeine Arschgeigenmensch nicht einzulösen imstande, nämlich herumzuziehen als Wölflein in der Wildnis und frei sein per Geburt und Geschlecht und Kohle und Stand und Wollen und das als Ziel in Studienzeiten freilich immer nur im Hirn und nie in Realo mir gewesen und ich als Studentin da mit zwei Kindleins nicht in einer ziehenden Art von der Welt kann ich herumziehen wie du Ziersau Handke, kann ich was du kannst von ein Kann, von sowas kenn ich von Stifter und kenn es von Türenmatt und von so vielen Lustigen, sowas brauch ich echt zuerst und dann echt nicht mehr. Und wenn einst ein solch Gott sagte, dass du, schreibende Heider, herumziehen sollst in der Menschheitsgeschichte, dann sage ich dem Gott, dass er gebären soll, denn er hat noch nie geboren. Haha, Handke, Heider, Geschichte. Soll sich das Genie und der Gott mal reinziehen, dass die einzig Schöpfung die Geburt ist, ohne derer diese Wichtigtuer gar nicht herumschöpfen und ziehen könnten. Und werde es auch nie. Kein Gott, keine Gebärmutter, keine Geburt. Und das ist der Spalt. Und hier scheidet sich die Spreu vom Weizen. Und hier müsste ich alles wieder löschen. Denn das ist alles nicht wahr. Es geht nicht um Körper. Es geht nur um Körper. Es ist ein Wirt, es ist ein Gen. Mir geht das am Arsch. Der ist der bessere Spalt. Sicherlich haben wir was gemein, der Arsch und ich. Und doch nur Körper und Wirt und Gen. Alle Spalten haben was gemein. So ein langer Satz nur dafür, dass sich meine Gebär und mein Geburtsrecht ausspiele. Nur nicht das Gebär und Geburtsrecht. Wieder das, die schreibende Food-Mutter. Food, die schreibt und gebärt in einem. Bin ich leicht allein und ich sitze allein und Tränen über und über, für und für, weichen den Boden unter meinem Arsch ganz auf, dass ich einsinke und sinke und schon halb drin bin im Shit. Und es ist ein Sinken mit dem Spalt, das was muss. Denn ich sinke, wie der Mensch sinkt, wie das alles hier sinkt, wie all das, ohne Geschlecht, Geschlecht egal. Doch es geht noch mehr, schaut her. Plötzlich sehe ich neben mir aus dem Morast, was schaut raus aus dem Sein, wenn nichts mehr geht. Kommt irgendwo ein Scheißwitz her, so sehr, hey, was sehe ich auftauchen da neben mir, sinkender? Und es steigen also auf die Gebeine von Bernhard und Jandl, von Darwin, Wittgenstein, von Bukowski, Jesus, Kafka, Bach und Jelinek. Und ich wisch mir Tränen und Rotz aus der Visage und frage mich das erste Mal eine Frage. Denn jetzt ist es so weit herrscht und das gibt es ja nicht. Jelinek, die lebt doch. Erst vor ein paar Tagen habe ich sie besucht. Jelinek, die Einzige, die noch lebt. Und Heider konnte sie besuchen gehen. A myth from the man. Geht's scheißen, mir ist das alles zu Banane. Ich schreibe jetzt ein Cover eines bedeutenden deutschen Schriftstellers. Denn wenn ich was Eigenes schreibe, wird es nicht gekauft oder aufgeführt, noch von irgendeiner Sau gelesen. Vielleicht ein Cover von Götz? Und von daher sehe ich euch Perlen wieder, zusammen mit einem dritten Halt. Von daher und also mit völliger Überzeugung, sowas von Berechtigung, Sieg heil. Das schaue ich mir an, wie wir bald alle untergehen. Sei genau und sage es genauer. Wer budert, gewinnt, Sieg heil. Wer budert, gewinnt, Sieg heil.
Vielen herzlichen Dank an Lydia Heider für das Sau-Manifesto in 94 Thesen und Jennifer Weiß für das Manifesto Sau in 94 Fußfragenoten. Wir wollen das jetzt auch im Gespräch weiterführen und weiter thematisieren. Und das Gespräch hat den Titel Empowerment mit und durch Sprache. Ich probiere mal, ob das funktioniert besser. In diesem Gespräch soll es vor allem darum gehen, wie Literatur und Theater subversiv mit sprachlicher Gewalt umgehen können. Ihr bringt sehr verschiedene Perspektiven in dieses Gespräch ein. Eine literarische, eine dramaturgische und eine eher aus der Performancekunst. Ich möchte jetzt noch ganz kurz meine Gesprächspartnerinnen vorstellen. Lydia Heider und Jennifer Weiß kennen Sie. Neben mir sitzt Caroline Exner. Caroline Exner studierte Germanistik und Philosophie. Außerdem absolvierte sie ein Regiestudium am Wiener Max-Reinhardt-Seminar. Die Promotion erfolgte im Bereich Dramaturgie und Philosophie an der Universität Wien. Sie arbeitet als Regisseurin und Dramaturgin in Österreich und der Schweiz und ist seit 2013 Leiterin des Studiengangs Schauspiel an der MUK und Dekanin der Fakultät Darstellende Kunst. Herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, wir rutschen noch einmal rüber, dann wird es vielleicht gemütlicher. Dann haben wir, ja, Katharina Becklin fällt heute leider aus, das heißt, wir werden unser Gespräch zu viert absolvieren. Ich würde gern am Anfang mit dem Manifest beginnen. Lydia, du hast uns heute ein Manifest präsentiert, das sich mit sprachlicher Gewalt auseinandersetzt. Was waren da deine Vorüberlegungen oder vielleicht auch der Anspruch an das Manifest? Schwierig. Es kommt eh manifest vor. Also mal dieser Grund, warum muss da wieder jetzt eine Frau sich damit beschäftigen? Mhm. Und auch, also ich wollte eigentlich gar nicht so reproduzieren, die Gewalt, aber es geht gar nicht anders. Und dann hab ich versucht, das so zu übertreiben, dass das nicht ganz nur nachbildet, sondern auch eben sich selbst unterwandert. Ja. Und es war wirklich schwierig. Ich habe so lange drüber nachgedacht und habe dann einfach eine Woche hingesetzt und wirklich ganz viel Alkohol getrunken und habe das runtergeschrieben in einem Rush und natürlich dann noch oft überarbeitet. Aber ja, so war das. Wie haben Sie das Manifest wahrgenommen? Was war im Manifest das Wichtige für unsere Thematik auch hier im Gespräch? Ich fand schon den Einstieg ziemlich deutlich, also zu sagen, es ist eigentlich fast eine Zumutung, dass ich jetzt als Frau hier wieder diesen Text verfassen muss, dass ich wieder eigentlich diejenige bin, die hier aufgefordert werde, diesen Text zu schreiben. Und eigentlich ist es verdammt nochmal nicht wirklich unsere Aufgabe. Also so kam es auch bei mir an und dann aber auch immer wieder mit Sprachbildern zu arbeiten, die selber auch eben wieder zu Gewaltakten werden. Ne? Also dieser Moment zu sagen, ja, es ist ein Manifest, ob gegensprachliche Gewalt, weiß ich nicht, aber das mit sprachlicher Gewalt arbeitet und eigentlich auch, wie wir das vorhin in dem Einführungsvortrag gehört haben, man tatsächlich dem auch nicht auskommt. Also die Sprache ist eine gewalttätige. Ich fand auch vorhin diesen Gedanken interessant, eben dass auch bei Jelinek Sprache immer auch wieder ein Gewaltakt bleibt, vielleicht auch Richtung Publikum. Und das fand ich hier auch interessant, diesen Moment mit dieser Gewalt in der Sprache dieses Manifestes damit konfrontiert zu werden und das auch wieder in gewisser Weise als Gewaltakt selber zu erleben beim Zuhören. Also dass man auch wieder nicht dazwischen kommt. Also dass Gewalt und Sprache hat ja auch was mit einer Verweigerung des Gegenübers als Dialogpartner zu tun. Und diesen Moment habe ich hier auch erlebt beim Zuhören. Also, dass ich auch, es wird ja auch gefragt, wie geht's dir? Oder wie das Gegenüber wird ja auch angesprochen, aber nicht angehört irgendwie. Ah ja, aber das so. Kommt vor in einer These, die heute nicht präsentiert wurde. Mhm. Ja. Leider. Ja. Mich würde es weiterführend interessieren, wie es dir in deiner Rolle gegangen ist. Du hast ja die wissenschaftliche Einordnung, haben wir das genannt, übernommen. Mir ist es so vorgekommen, als hättest du immer wieder von außen das Manifest kommentiert. Wie würdest du deinen Part da sehen?
Ja, ich glaube, also wissenschaftlich, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das kann, aber ich, prinzipiell geht das, also oder ich weiß nicht, was das, also es ist auf jeden Fall nicht, was die Sprache, ja, ich glaube, bei mir war es eher in einen Dialog treten mit dem Text und das aber auch wieder aufnehmen, diesen Duktus und da auch reinkommen in ein Kommentieren und ja, die eigenen Gedanken dazu haben eigentlich auch. Genau. Und ihr fragt ja auch selbst in eurem Manifest, was macht man oder was machen Manifeste? Ich glaube, so war es. Ein Manifest ist natürlich schon eine spezifische literarische Gattung. Was kann für euch ein Manifest oder was soll ein Manifest können? Gute Frage. Eben, wir haben sie nicht beantworten können. Ich habe dann das natürlich Valerie Solanas auch wieder gelesen und das war auch, also ich wollte eigentlich das Manifest zu Luther und Solanas war das irgendwie. Auch mit der, mit der Sprechstimme. Ja. Was ein Manifest, keine Ahnung, das kommunistische Manifest, was kennt man denn für Manifeste? Ich glaub, das Sau-Manifesto, natürlich. Ich glaube, es kann halt auch politische Handlungsanweisung sein, kann aber auch einfach nur eine, oder auch bei Solanas ist es ja auch einfach ein literarischer Text oder der was provoziert, wo man sich ja gegen etwas positioniert. Genau. Ja. Ja, ich fand ganz interessant, das kam ja auch in den Fußnoten irgendwie, also dieses, dass ein Manifest auch was hinstellt, also es hieß ja so Mann und Fest und es stellt was dar und es hat ja oft diese Geste des, ja, des Festschreibens. Und gleichzeitig aber eben auch diese weibliche Gegenposition. Also, dass das Manifest auf der einen Seite so etwas behauptet und gleichzeitig macht man sich aber, glaube ich, auch durchs Manifest wieder sehr angreifbar. Also, es ist ja der Moment, es steht dann da und man wird auch irgendwie wieder gemessen an diesem Manifest. Oder es ist ja auch das, nachdem man irgendwie beurteilt werden kann oder wo man dann sagt, okay, ich dachte jetzt auch so ans Genter-Manifest oder so von Milo Rau, wo ja wirklich bestimmte Eckpunkte reingeschrieben werden, aber die an denen kann man dann auch messen oder die Kritik üben letztendlich. Und das fand ich hier auch ganz interessant, eben als weibliche Gegenposition zu diesem Manifest. Voll, das fand ich eigentlich interessant, jetzt auch so im Erarbeiten deines Manifestes, dass es vielleicht auch irgendwie an sich ein gewalttätiges Genre ist oder dass man eben dann, dass ich das selber gemerkt habe, bei mir kommt dann auch nur so solche ja, frotzigen oder hingeschriebenen Antworten raus, weil man dann schon wieder als Frau so festgeschrieben wird in diesem Genre und so für etwas eben gefragt wird, da jetzt wieder das und das merke ich schon, dass das an sich ja wurde Kraftakt ist auch wieder und sich auch wieder hinstellen und politisch für etwas einstehen und sich äußern und das so wie so eine Sisyphus-Arbeit ist. Und von dem her ist es auch ein Genre, was einem so viel abverlangt, finde ich, oder wenn man das so begreifen will. Halt. Und das sehr geschlossen ist, eben was du auch gesagt hast, was wo man überhaupt nicht irgendwie andocken kann oder so, was dann eigentlich wieder voll unkommunikativ auch ist. Oder es ist jedenfalls nicht was, keine Ahnung, was irgendwas verändert dann danach, sondern es behauptet und stößt, naja, obwohl, das nehme ich zurück, das mit dem Verändern. Rausbrechen. Unser Thema ist natürlich auch immer geschlechterbedingte sprachliche Gewalt. Mich würde hier interessieren, vielleicht fangen wir da drüben an, wie Sie das wahrnehmen. Warum sind gerade auch oft Frauen betroffener von sprachlicher Marginalisierung und wie äußert sich das denn vielleicht in diesem geschlechtlichen Kontext? Oi, jetzt bin ich überfordert. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich gerade gedanklich noch total bei dem Manifest und jetzt geht es aber auf eine allgemeine Ebene oder vielleicht gebe ich mal ganz kurz das Wort an die zwei. Ich glaube, das kann man gar zurück. Nicht so sagen. Also ich wollte vorher noch Sibylle Krämer erwähnen, mit dass Sprache sowieso Gewalt ist. Also nicht sowieso, es gibt keine nicht gewaltfreie Sprache. Seit ich das zumindest denke, tue ich mir da ein bisschen leichter. Dass man kann es, natürlich soll man es reduzieren, aber eigentlich fühlt es sich auch so an, wenn man eine Sprache, eine Gewaltsprache auch hat, wie ein
Mantel, in dem man ganz viel Waffen drinnen hat. Die muss man ja nicht immer rausnehmen. Aber manchmal ist es schon ganz hilfreich, mit einer Gewalt und gewaltbereiten Sprache auch dann rumzugehen. Auch, also ich habe meinen Kindern das trainiert, dass man Sprache braucht und nicht irgendwie, ja, wie nur ein Teil der Wirklichkeit dann sich ausstattet damit. Ja, ich denke auch, weil eben in diesem Text ja sozusagen ein sehr vielleicht männliches Sprechen oder ein Sprechen, das man als männlich empfinden würde, jetzt hier in dieses Sau-Manifest übertragen wird. Und weil jetzt eben diese Frage nach weiblicher Marginalisierung kam, dass ich irgendwie denke, bestimmte gewalttätige Sprache wird Frauen einfach nicht so zugestanden oder wird als nicht weiblich wahrgenommen. Und das ist ja auch dann ein Vorgang des Empowerments oder der Selbstbehauptung, sich diese männliche Sprache zu eigen zu machen und sie hinzustellen und in den Raum zu stellen. Ja, um auch aber adäquate Waffen zu haben, weil also andere wäre ein bisschen blöd. Mich würde es hier nur interessieren, wie das funktioniert mit der Sprache. Wenn wir zum Beispiel jetzt auch literarische Sprache verwenden, um diese gewaltvolle Sprache, die uns umgibt in der Gesellschaft, ausstellen. Aber wie können wir uns empowern auch mit der Sprache? Wie funktioniert das, dass dieses Aufbrechen der gewaltvollen Sprache möglich ist? Wie ist es euch da vielleicht auch beim Manifest gegangen? Naja, ich finde, vieles liegt halt schon in dieser Aneignung, oder? Also ich glaube auch allein dieses schon wieder, also so, man kann gewisse Sachen natürlich einordnen und dann sehen, oder das ist ja auch irgendwie ein Sprachwerkzeug, das man hat, aber man stellt sich ja schon wieder dann drüber über irgendwas, wenn man auch jetzt schon literarisch von irgendwie Gewalt sprach, also das ist ja dasselbe. Und ich finde auch, und auch bei der Sprache ist das, gehört alles irgendwie in Sprache, oder? Also das ist, hat ja irgendwie keine Grenzen oder kein Ende und Anfang irgendwie irgendwo. Und das kann man sich ja alles nehmen, was es da so gibt. Und trotzdem ist es ja, wenn man das schon wieder so von oben einordnet, ja auch wieder ein Gewaltakt, wo man sich so drüber stellt. Und ich glaube, dieses eben auch ein Vokabular wie Gewaltsprache kann eben eine totale Waffe sein. Und oder ja, oder wo ich mich sicher in einem akademischen Rahmen am Anfang mehr fremd gefühlt habe mit den Waffen, mit denen ich ausgestattet wurde als Kind, die ich aber sehr gut jetzt gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn ich auch rein auf Kassenfest, wurde ich von einem sehr rassistischen, sexistischen Mann ziemlich angegriffen, also eigentlich meine kleine Schwester, das war noch schlimmer. Und dann ist mir so ein Sprachdurchfall von meinem Ganzen, weil das auch in die Straße war, wo ich aufgewachsen bin. Und es war so eine 10-minütige Schimpftirade von mir und ich war danach selber so erschrocken von mir. Und ja, und es war aber so schön, wie dieser Mann so klein war dann plötzlich, weil ich ihn so mit den eigenen Waffen einfach so ins Gesicht geschlagen habe. Also ja, es hat sich sehr toll angefühlt. Aber auch schier. Und genau, und das ist ja schon noch etwas, also dass diese Aneignung davon und dann aber das zu dekonstruieren. Ja, oder? Wo darf man das dann? Darf man also in Literatur? Oder halt dann in der Realität. Ich finde schon, dass man da ein bisschen, dass man da, ja. Es fällt mir auch selbst auf, also gerade wenn ich mir über Jahre dann mit so einer gewaltvollen Sprache beschäftige, wie schwierig das ist, dass man die draußen hält, aus dem Privaten. Und dass man die dort belässt und nicht das Gleiche. Also ich kann nicht im Privaten so sprechen, wie ich schreibe. Wäre schön, aber geht nicht. Liegt es eventuell auch am Aussprechen und am Schriftlichen, der Unterscheidung zwischen Text und Sprechen per se? Oder ist es einfach, sind es die beiden verschiedenen Kontexte, die das für dich so anders machen? Die Kontexte, weil da wäre ja dann, also vielleicht eben im Gefängnis oder zumindest ohne Freundinnen. Ja. Ich habe jetzt auch gerade noch mal über eine Frage nachgedacht, nämlich die du am Anfang gestellt hast, was soll so ein Manifest eigentlich können oder was soll es bewirken? Und ich glaube, da geht es ja auch um diesen
wie kann man sagen, Kipppunkt oder diesen Moment, dass eben in dem Manifest etwas oder ein Manifest will ja auch verändern. Also Manifest ist ja doch irgendwie eine literarische Gattung, würde ich sagen, die irgendwie auch in die Wirklichkeit eingreifen will oder vielleicht etwas übertragen will in die Wirklichkeit. Und ich mir jetzt gerade eben dachte, dieses, weil du das auch sagtest, ne, das literarische Schreiben und das private Sprechen sind vielleicht nochmal unterschiedliche Dinge und gerade aber dieses Manifest ja doch vielleicht auch eine Grenze überschreiten will, die dann auch eine Grenzüberschreitung tatsächlich in der Realität ermöglicht. Und ich muss jetzt auch gerade denken an diesen Workshop, den wir am Freitag gemacht haben. Also es gab so ein Vorabtreffen auch im Freundmuseum mit einem sehr interessanten Impulsvortrag und so. Und auch da haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn dann die Wirkungsabsicht dieser Texte auch bei Jelinek? Und das klang auch vorhin eben in diesem Vortrag mit an, ne? Also diese Gewalt, die da in Richtung Publikum schwappt. Und auch hier die Frage, haben diese Texte die Absicht, in der Wirklichkeit etwas zu verändern? Auch bei Jelinek, also was, wo zieht das hin ab? Und eben auch jetzt hier nochmal ganz konkret beim Manifest. Weil das Manifest will, glaube ich, immer auch diesen Schritt nochmal über den literarischen Text hinaus machen. Aber vielleicht hat es eh was mit einem Einklagen oder Erinnern auch zu tun, oder? Also ich finde ja gerade bei... auch bei Jelinek oder so, diese ganzen Referenzen, woher dann wieder was kommt, was ja auch wieder etwas ist, eben, dass man das versteht, woher jetzt diese Sprache von den Plakaten von der FPÖ kommt, also wo ja. diese und das macht sie ja voll viel, dass sie das immer wieder daraufhin zurückführt, auf diesen Schmerzpunkt, und da ging es ja auch ein bisschen so in diesem Manifest um so diese Geschichte von der Sprache, wo kommt das eigentlich her, und die ist halt einfach männlich und gewaltvoll und genau. Und eigentlich ist es dann ja wieder wie ein Abbild. Da ist es unabhängig davon, was es dann, ob es was bezwecken will oder nicht, wie eine vollständige Liste von allem. Oder? Ich möchte auch noch kurz einen Schritt weiter gehen, weil es teilweise schon ein bisschen angedeutet worden ist und über vielleicht auch die Sprache des Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus zu sprechen kommen. Es ist aktuell Wahlkampf, ich glaube, man merkt, dass die Debatten hitziger werden und auch die Sprache, die zum Beispiel auf Wahlplakaten ist, wird immer hitziger. Und für mich ist das teilweise eine Art von Sprache, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass das wirklich jemand schriftlich auch auf ein Plakat gibt. Wie seht ihr das? Ist das für euch auch so wahrnehmbar, dass hier schon auch eine sehr gewaltvolle Sprache vorhanden ist? Und wenn ja, welche Mechanismen zeigt diese Sprache? Wie wirkt die so oder wie wird sie auch so gewaltvoll? Mir ist es aufgefallen in den letzten Monaten, eben, ich habe das gerade für einen Standard in einem Text verfasst, dass sich bei mir so Phrasen wie Sie Keil einschleichen oder die Hure schleicht ums Haus oder irgendwie so in und ganz viel wieder in S-Vergangenheit, aber ohne, dass ich das jetzt irgendwie, also ich schreibe ja sehr viel so assoziativ oder im Rausch und dann erst im Nachhinein merke ich, was da reinkommt. Also so was für die neuen Misthaufen sozusagen kann man dann da sehen. Aber mehr kann ich nicht dazu sagen. Möchte jemand übernehmen? Sonst kann ich vielleicht noch mal konkreter fragen. Ich finde, es ist ein ganz ein eigener Duktus des Sprechens, der auch immer in Prozessen von Antidemokratisierung, Autokratisierung oder des Totalitären stattfindet. Welche Strategien werden hier verwendet in der Sprache? Naja, letztendlich Strategien, wo ich ich denke dann immer, Jelinek entwickelt da auch eine ganz gute Gegenstrategie eigentlich. Also es geht ja eigentlich wirklich darum, immer wieder Begriffe aus Kontexten rauszureißen, sich Begriffe auch zu eigen zu machen, mit falschen politischen Inhalten aufzufüllen oder vielleicht auch bewusst darauf zu vertrauen, dass gewisse Assoziationen nicht mehr so vorhanden sind. Und sie jetzt, also gerade im Rechtspopulismus, wieder neu zu beleben. Und ich finde, da lesen sich doch die Texte von Jelinek als Gegenprogramm ganz gut. Also weil sie oft diese Worthülsen dann in dieser Kombination auch wirklich nochmal als Worthülse sichtbar macht und als Sinnentleerung. Und vielleicht dann, wie es vorhin auch hieß, durch diesen...
durch die Massivität, also eigentlich eher dann doch wieder über den Klang oder über diese Sprachflut, die einem da entgegengeschleudert wird, nochmal auf einer emotionalen oder auf so einer assoziativen Ebene deutlich wird, wie gewalttätig diese Sprache tatsächlich ist, weil sie weggeführt wird aus der Analyse, kann man vielleicht mal so sagen. Aber ich denke, die Methode ist doch immer wieder dieselbe. Also bestimmte Begriffe auch, die als Unwörter oder wo man sagt, die kann man eigentlich wirklich nicht mehr verwenden, dann diese Grenzen zu überschreiten, wieder zurückzugehen, zu sagen, naja, aber die Grenze wurde schon überschritten und die Wörter sind schon in der Welt und es ist wie in der Bibel mit dem Huhn, das dann, wo die Federn rausgerissen werden und ich kann diese Federn gar nicht wieder einsammeln. Die sind in der Welt und das ist eine Strategie, mit der ja auch ganz bewusst gearbeitet wird. Voll, also ich finde es auch so, populistische Strategien, also die ändern sich ja nicht. Ich glaube, das auch, und auch das, was gesagt wird, ist ja auch nicht das Schockierende, dass man das kennt, also man kennt es, aber ich glaube, es ist wie schockierend, wie schnell es wieder da ist und wie. Ich glaube auch, da geht es ja auch irgendwie so drum, wie sehr kann ich das wieder aufweichen oder kann das jetzt wieder bringen und diese Hetze jetzt wieder erneut irgendwie so aufflachen lassen. Aber das ist halt eigentlich ja immer wie das Alte, was einem neu verkauft wird. Und das ist ja das, was einen eher daran erinnert von, der Schaas kommt wieder. Also es ist halt so eher das. Oder halt auch bei Trump oder so, ist es immer dieses, wie weit geht er jetzt noch? Und also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so die Methode von, wie viel kann ich mich aus dem Fenster lehnen mit eigentlich voll normalen, also Sachen, die es ja schon mal salonfähig gab, die aber halt eben grausam sind. Ich finde, dass die Gesellschaft hier sehr polarisiert ist. Also zum einen finde ich einmal eine große Wokeness-Debatte. Es geht darum, sensibler mit der Sprache umzugehen, zu versuchen, die Sprache wirklich auch so einzusetzen, dass niemand verletzt wird im Raum. Auf der anderen Seite gibt es ganz große neokonservative Bewegungen, die einen Schritt weit zurückgehen und versuchen auch wirklich mit Sprache zum Beispiel Stereotype, Männlichkeits-, Weiblichkeitsbilder wieder zu erschaffen. Das nur hier zu den Kategorien. Die Sprache wirkt natürlich in ganz vielen anderen Bereichen noch. Wie nehmt ihr das wahr? Ist es für euch auch so klar, dass wir einerseits Wokeness haben, auf der anderen Seite eben dieses populistische Sprechen? Und seht ihr da eine Möglichkeit, wie vielleicht zum Beispiel auch Theater und Literatur dagegen vorgehen können? Ich muss nachdenken drüber, bitte. Also ich sehe das, aber ich habe keine Idee, wie dem zu begegnen. Aber vielleicht morgen schon eine Idee. Wer weiß. Ja. Ich weiß nicht, ob Wokeness eine Kategorie ist von Sprache. Oder ich weiß nicht, was das so richtig bedeuten soll. Und ich frage mich auch, also weil ich glaube, es gibt, das ist ja dann auch wieder schon wieder so was Einordnendes, wo, glaube ich, da einfach Versuche sind, immer mehr aufzubrechen oder mehr Möglichkeiten zu schaffen und das weiterzudenken. Und das ist ja sowieso das, was Sprache ja kann oder können sollte. Also, oder das ist ja sie kann nie was, sie nicht, was nicht können. Ja, also es ist ja nichts Abgeschlossenes. Und eben solche Witzfiguren, die glauben, man muss Gendern verbieten oder so, ist halt, das ist also total langweilig, weil ich meine, was ist das? Das ist halt. Das ist ja auch nur eine Konstruktion, diese männliche Sprache, wie sie so existiert. Und das nicht irgendwo hinzutreiben oder zu denken, ist halt einfach voll fad und feig. Also es ist ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen tut, sich so Grenzen zu setzen im Denken und zu sagen, das ist jetzt Vogue oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Vogue bin, wenn ich das jetzt mache, aber ich würde schon sagen, dass ich da alles mitdenken möchte oder neue Sachen ausprobieren. Genau. Und nimmst du das dann trotzdem in der Gesellschaft wahr, dass hier eine große Veränderung ist? Vielleicht jetzt nicht an beiden Extrempolen, wenn wir die nicht besetzen wollen, aber dass verschiedene Entwicklungsstränge vielleicht auch gesellschaftlich gerade aktiv sind? Aber die sind immer, oder? Oder zumindest war das in der Geschichte so. Vielleicht fällt es uns halt jetzt auf, weil wir jetzt gerade leben.
Da kann man es ja nicht sehen. Ich glaube auch, also Gesellschaft entwickelt sich ja nie irgendwie ganz alle gleichzeitig in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, bestimmte Entwicklungen auch im Umgang mit Sprache entstehen vielleicht auch manchmal in akademischen Kontexten oder in Kulturinstitutionen und gehen dann raus in die Gesellschaft. Und auch da denke ich jetzt gerade, weil das Beispiel kam mit der gendergerechten Sprache, die Federn sind schon in der Welt, das Huhn ist schon gerupft. Also den Geist kriegen Sie, glaube ich, hoffe ich, denke ich, gar nicht mehr zurück in die Flasche. Also da können Sie noch so viel Verbote aussprechen, dass Gendern jetzt doch nicht geht oder nicht angesagt ist. Der Gedanke ist in der Welt und der wird sich auch fortführen lassen. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das sozusagen ein Diskurs ist, der jetzt schon angetreten ist und den kann man auch nicht mehr rückgängig machen und das ist auch Gott sei Dank so. Und da sehe ich eben dann auch die große Verantwortung, aber auch die große Kraft von Kunst und Kultur dagegen zu steuern und das auch zum Beispiel dieses kleine Beispiel, also klein, aber mit einer Partei, weil jetzt gerade ging es ja auch um Wahlplakate, wo dann steht, euer Wille geschehe. Also ich meine, da bleibt einem der Atem stehen, weil man denkt, oh mein, also ja, da kann man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, denkt man. Und dann plakatiert der steirische Herbst jedem das Unsere. Und das finde ich einfach eine coole Gegenreaktion auf das Ganze. Und das Ganze führt dann ja auch zu einer Debatte in der Realität. Also wo dann plötzlich Plakate dann wieder verhüllt werden und so weiter. Und da sieht man dann ja auch, welche Wirkungsmacht Sprache hat. Und dass man diesen drei Worten der einen Partei drei andere Worte entgegensetzen kann. Ich möchte jetzt einmal Ihnen, dem Publikum, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Haben Sie Fragen, Anmerkungen? Möchten Sie widersprechen? Dann habe ich noch mehr Zeit zum Fragen, das ist auch gut. Ich möchte nämlich noch gern einmal über den Theaterbetrieb zu sprechen kommen. Unser Versuch war es ja heute auch, die Möglichkeiten der Künste und unter anderem eben auch das Theater auszuloten. Mich würde es hier interessieren, zuerst die Frage an euch beide, verortet ihr auch in Theaterbetrieben sprachliche Gewalt? Auf jeden Fall. Ja. Könnt ihr uns genauer mitteilen, welche Formen von sprachlicher Gewalt sind die? Wie äußern sich die? Oder welche Mechanismen zeigen sich da? Magst du zuerst mal? Ja, meinen Sie so gut? Ich habe eher weniger Probleme, weil ich selber so eine Sprache habe, so eine große. Das heißt, du sprichst einfach zurück. Und außerdem als Autorin steht man eher immer ein bisschen außerhalb noch. Also das sind die Hierarchien oder anders verteilt. Ja, aber ich glaube, da kannst du mehr dazu sagen oder auch vielleicht in wenigen Sätzen. Ja, ich meine, ich glaube, das ist eh, also ich glaube, das ist, kann man eh auch generell auf den Kunstbetrieb umlegen oder auf generell andere, ganz viele andere Betriebe und auf eben Geniekult und so weiter. Und wir durften ja hier im Kosmos bei Veronika Steinböck Netzbeschmutzung machen, wo wir eben auch ein Dreivierteljahr Gespräche geführt haben mit Menschen aus dem Theaterbetrieb, die eben Machtmissbrauch erfahren haben. Und ja, das ist einfach eine Wand, also im Theater ist es einfach eine extreme Hierarchie und ein total archaisches Bild auch noch von auch wie Kunst gemacht wird und wie man, genau, also es gibt da ja genauso gut ganz viele Gegenversuche und auch Strukturen, die sich oder zumindest Personen, die versuchen, diese Strukturen zu ändern und aufzubrechen, aber die sind natürlich an sich sehr gewaltvoll, weil eine Hierarchie ist immer gewaltvoll und auch die Sprache, die teilweise im Bewerten oder in solchen Sachen, wo man Menschen klein macht oder mobbt oder so, ist das ja, also ist das, funktioniert ja alles über Sprache und das ist eigentlich massive Gewalt und dann gibt es natürlich auch körperliche Übergriffigkeiten, aber das ist trotzdem, davor ist immer Sprache, bis es dazu kommt irgendwie. Also, genau. Wollen Sie darauf reagieren? Wie würden Sie den Machtmissbrauch im Theater einschätzen? Was sind die Strategien dahinter vielleicht auch?
Also es ist ein strukturelles Problem auf jeden Fall und nicht umsonst möchte ich an dieser Stelle nochmal auf die Publikation Jeder Mann, keine Frauen verweisen, wo es einfach die Salzburger Festspiele geschafft haben, eine Frauenquote von 0% hinzulegen. Das muss man mal schaffen 2024. und das ist zum Teil auch etwas, auch das thematisiert ja Elfriede Jelinek immer wieder, da sind Frauen gar nicht mal so ausgenommen. Also das sind auch tatsächlich Mechanismen, die von Frauen selber reproduziert werden, teilweise. Also es ist nicht, ja, muss man sehr genau hinschauen. Und das ist natürlich jetzt eine Gewaltform oder ein Ausschließen. Und da geht ja das Sau-Manifest auch gegen an. Das über eine sprachliche Gewalt sozusagen auch noch mal hinausgeht. Und sprachliche Gewalt, oder sagen wir so, ein sprachliches Ungleichgewicht entsteht, glaube ich, immer. Immer, immer, immer. Das hat zum Teil natürlich mit sehr starken Hierarchien zu tun, aber auch in flachen Hierarchien ist es doch so, dass es immer ein Ungleichgewicht gibt zwischen zwei Menschen, die sich gegenüberstehen. Und ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, sich der Position bewusst zu sein, die zu hinterfragen und zu versuchen, über den Dialog einen möglichst gewaltfreien Raum zu schaffen oder einen Raum zu schaffen, in dem man sich begegnen kann. Ich glaube, wichtig ist wirklich tatsächlich die Tatsache, dass es so ist, nicht zu leugnen. Und in der Begegnung auch, merkt das ja auch im Institut, in dem Moment, wo ich im Gespräch bin mit Studierenden, gibt es ein Hierarchiegefälle. Wir sind für flache Hierarchien und wir duzen uns auch an einem bestimmten Zeitpunkt zumindest, wenn man miteinander ins Arbeiten kommt etc. Nichtsdestotrotz gibt es hier Dinge, die man sehr kritisch und sehr genau anschauen muss. Da kommt eine Frage aus dem Publikum, bitte. Vielleicht mehr als eine Frage, ein Kommentar. Ich meine, vielleicht setze ich gleich an, für mich ist nicht eine Frage, Hierarchien sind da und wir werden sie nicht aus der Welt schaffen. Für mich ist immer auch die Frage, gerade im Unibetrieb, wie gehe ich mit Hierarchie um? Und da ist das Duzen nicht unbedingt die Hierarchieentgleitung, das ist immer eine andere Form. Also ich muss mir ununterbrochen neue Formen eben also überlegen auch, weil es ja auch für dann andere eine gewisse Gewalt sein kann, wenn ich sage, nee, wir wollen ja eigentlich jetzt hier keine Hierarchie haben. Mhm. Geht nicht. Ne? Das ist auch nochmal, glaube ich, interessant. Worauf ich schon ganz gern noch hingreifen würde, wäre jetzt die Frage von dem Rechtspopulismus. Die haben so verdammt gut die Sprachstrukturen, die Rahmen studiert. Und es gibt hochinteressante Studien. Also mich langweilen sie einerseits, weil sie so platt sind. Andererseits sind sie faszinierend, wie der Rechtspopulismus mit der Sprache umgeht. Ja? Also ich würde wirklich jeden einladen, und da gibt es sogar Kurzfassungen, also ein paar Dokumentationen, wie geschieht das aufgrund gewissen, wie kreiert man Sprachbilder? Und ich würde sagen, gerade eben, dass viele nicht mehr die Assoziationen haben. Ich meine, bei mir ist jedem das Unsere, ich habe da ein Riesenproblem mit dem Gegensatz, als Gegenstück zu euer Wille geschehe. Ja, das ist zu schwach einfach. Ja? Da könnten wir jetzt, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ne? Also zu schwach, ich habe Buchenwald sofort, ist klar. Ne? Also jedem das Seine ist klar. Da und ich glaube, ich werde noch mal vorsichtiger. Aber ich habe das jetzt nicht durchdacht. Also man müsste da jetzt wirklich noch mal durchgehen. Moment, wo ist die Provokation noch mal da vom steirischen Herbst? Aber was mir jetzt aufgefallen ist, im Gespräch, und ich weiß nicht, Gewalt und Macht scheint irgendwie noch immer negativ oder so männlich beladen zu sein. Dieses Gefühl habe ich weggenommen jetzt von dem Manifest auch. Warum stehen wir nicht dazu? Dass gerade, es ist Sprache, Macht, Geschlecht, aber die Gewalt hat ja auch, die Potestas hat ja auch eine Macht, hat ja auch eine Präsenz.
nehmen wir sie doch in Anspruch. Und ich glaube, das ist das Schöne beim Sau-Manifesto, dass es dialogisch angelegt ist. Also es hat seine Aufhebung gleich auch wieder in sich, was du ja auch gesagt hast. Und daher, also ich würde sagen, Gewalt hat in dem Sinn auch was Befreiendes und auch im Alltag. Also mich überrascht es ungefähr, ich darf nicht zu Hause im Privaten so reden wie hier. Gut, vielleicht nicht ununterbrochen, aber... Na, also wenn Sie meine Sprache... ja, gut. Die Kinder hätten sicher Probleme in der Schule. Die würden dann haben Sie, mal, haben Sie. Okay, nur da nochmal, dass irgendwie so dieses Kraft und Macht, das wollte ich jetzt an. Nein, die eine Frage wäre jetzt nochmal genau... Und zwar Kontext und auch Physis. Wir haben die gerade zum geschriebenen Wort und gesprochenen Wort. Für mich ist da noch einmal eine ganz andere Sache. Lese ich etwas oder wie ist es ausgesprochen? Ja, das war auch wirklich schwierig bei dem Manifest. Also ein Manifest zu, ich habe gewusst, dass ich das hier umsetzen soll, um was zu schaffen, dass man sowohl performen als auch, aber auch lesen kann und das als Manifest in Schrift funktioniert. Ich habe eh keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber es war, das Ziel war, beiden gerecht zu werden. Was dann noch einmal gebrochen wurde durch die Fußnoten, was eine wunderschöne Beobachtung ist, wir haben aber auch gar nicht gewusst, ob das dann so hinhaut oder ob das schafft, was wir uns denken. Ja. Aber hat es dann, was schön ist. Wie gesagt, davor hat es noch besser. Ja. Ich wollte nur kurz was sagen, auch zu diesem Hierarchie-Gedanken, weil das war auch gar nicht so gemeint. Also ich glaube auch nicht, dass es, also Hierarchie an sich ist ja nicht, also oder eher eine Aufgabenverteilung. Ich glaube, um Hierarchie in dem konventionellen Sinne geht es dann schon auch darum, dass gewisse Leute einfach in diesen Positionen auch gerne ihre Macht ausüben oder eben, dass die Hierarchie quasi nutzen, um die Hierarchie wieder verschwimmen zu lassen. Also das ist halt zum Beispiel im Theaterbetrieb ja auch ganz viel oder auch in den Gesprächen, die wir geführt haben, dass man dann immer so tut, als wäre man Familie und auf dieser Basis passieren aber ganz viele Übergriffigkeiten oder werden von Leuten was abverlangt, was sie eigentlich auf einer professionellen Ebene nicht leisten sollten. Und da werden Grenzen ziemlich weit ausgelotet und trotzdem alles halt im Namen der Hierarchie, weil ja die Person über einem steht. Ich glaube, das ist so ein bisschen damit gemeint. Also gar nicht, dass man, weil da kriegt man immer den Vorwurf, ja, man ist so blauäugig, alle jetzt nur im Kollektiv und alle sind gleich. Was ich aber glaube ich schon, dass sich das ausgeht, wenn man halt einfach verantwortlich mit Sachen umgeht und die transparent macht und eben nicht nur diese, ich befördere halt ein Ego und diese genialen Gedanken von diesen Menschen und muss einfach nur ausführen. Genau. Und das gibt, glaube ich, im Akademischen genauso, da haben wir auch Gespräche dazu gehabt, dass dieses eben in diesem großen Geist irgendwie so alles dafür tun und dahin sich arbeiten, dass das schon noch einfach ein strukturelles Problem ist und gar nicht von, okay, wir können jetzt mal lockerer miteinander sein oder so. Also das ist ja auch wiederum ein Problem manchmal. Genau, das wollte ich nur dazu sagen. Und Steirischer Herbst finde ich übrigens, weil ich war jetzt in Graz und ich fand es auch zu harmlos, ehrlich gesagt, weil es macht ja eh nur das sichtbar, was die FPÖ tatsächlich eigentlich genauso macht. Und ich glaube, sie wollen es einfach nur deutlicher machen. Was ich lustig fand, dass die Irritation ist, dass ganz viele Leute davor stehen und schon die Polizei auch sich angegriffen fühlt hat oder die kurz abklären mussten, ob das überhaupt zugelassen ist und so. Dass das im öffentlichen Raum stattfindet, fand ich schon irgendwie an sich gut. Ich fand es aber auch tatsächlich eigentlich fast schon eine Provokation, die sehr sichtbar macht, was es eigentlich ist. Und ich weiß nicht, ob das so nicht bewusst ist, woher diese Referenzen kommen. Also auch wenn man sagt, okay, man weiß es nicht, also, aber es ist, ich frage mich, wie kann das nicht sein, dass man das nicht erkennt, was die Sprache der FPÖ irgendwie macht, auch wenn es nicht so bewusst ist. Ich denke auch, weil dadurch tatsächlich noch mal ein Diskurs auch angestoßen wurde über eben Herkunft von Zitaten oder Assoziationen etc. Also ich glaube, dass doch eine Menge Leute jetzt etwas informierter sind, als sie es vorher waren. Dann noch eine letzte Frage in die Runde, jetzt in die Zukunft gerichtet. Was müsste in eurem oder ihrem Bereich gemacht werden,
damit sprachliche Gewalt auch wirklich subversiv begegnet werden könnte. Also einerseits vielleicht auch im universitären Bereich, in der Literatur und im Theater. Wie kann man da, welche konkreten nächsten Schritte müssten gesetzt werden? Ich glaube vor allem eben, ich finde auch, selbst wenn man sich dann anfängt, dass man als Frau jetzt sich wieder hinstellen muss für irgendwas dastehen oder keine Ahnung, aber das ist ja schon etwas, kann auch was Ermächtigendes haben, sich eine gewisse Gewalt anzueignen, die aber ja immer eine Ermächtigung hat, wenn das marginalisierte Personen machen. Und ich glaube einfach viel mehr, vor allem auch nicht weiße und marginalisierte Personen müssen, ihre Sprache muss mehr sichtbar werden und die darf auch nicht so wieder auf was eben auf weiß europäische Konventionen runtergebrochen werden oder so weggewertet und ja, und das muss sowieso im Denken einfach in alle Richtungen gehen, glaube ich. So, glaube ich. Ich glaube, in der Literatur sind wir eher am richtigen Weg. Muss man gar nichts tun. Kann man sich hoffentlich aber nicht zurücklehnen. Nie, aber das ist eh klar. Also, ja. Ja, ich denke, eigentlich ganz einfach auf irgendeine Art, also jetzt im universitären Bereich, dass ich mir denke, wirklich in den Dialog gehen, auf sehr empathische Art und Weise einander zuhören und der Tatsache Rechnung tragen, dass die Sprache auch verändert und dass eine andere oder eine jüngere Generation andere Codes hat. Und die aber auch miteinander zu verhandeln. Also wo sind die Werte, für die wir einstehen und die wir auch weiterhin vertreten, wissen wollen und wo ändern sich auch Dinge? Und ich finde den Dialog und das wirklich sich tagtäglich austauschen, so anstrengend das auch manchmal ist und dass man denkt, oh, jetzt muss man das schon wieder diskutieren. Ja, muss man offensichtlich. Also es führt keinen Weg drumherum und es ist auch wahnsinnig schön, finde ich. Also mir macht das unglaubliche Freude, tatsächlich diesen Dialog immer und immer und immer wieder zu führen. Das wäre jetzt auch das perfekte Abschlussplädoyer. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs und ich darf mich herzlich bedanken bei meinen Gesprächspartnerinnen. Wir freuen uns, wenn wir einige von Ihnen schon nächste Woche Montag am 30.09. zum zweiten Veranstaltungsabend begrüßen dürfen. Die zweite Veranstaltung Stimmen des Aufstands findet ab 19.30 Uhr in der Volksoper Wien statt. Wenn Sie regelmäßig über unsere Aktivitäten informiert werden wollen, gibt es draußen auch einen Newsletter-Tisch, auch mit den neuesten Publikationen. Jedermann, keine Frau ist auch dort, ist kurz angesprochen worden. Und an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an das Kosmos-Theater und an Veronika Steinböck und das gesamte Team des Kosmos-Theater für die so erfreuliche Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön.